Da hatten wir so Erdbeere, das sind mehrjährige scheinbar. Und gemäß Packungsanleitung soll das hier sogar bis zu 100 Stück geben. Naja, ich weiß jetzt zwar nicht, wo ich die 100 anmachen soll, aber jetzt machen wir das einmal so, dass wir das mal so aufschneiden schnell. Ja, das hätte ich müssen auseinandergehen. So, jetzt mal schauen, ich habe jetzt genug aufgeschnitten. Ah, auf dieser Seite sieht man es ja sogar. Ja, schau mal an. Also, das sind garantiert mehr als 100 Zäumchen. Ja. Okay. Eigentlich wollte ich sie hier drauflegen und dann rausnehmen. Aber dann machen wir das anders. Wir sehen hier schon, habe ich vorbereitet. Die meine anderen Filme mitbefolgen, die haben mitgekriegt, was du siehst. Dann habe ich gesagt, macht euch gefasst, gespannt, sind gespannt, was da reinkommt. Ja, da drin kommen jetzt Erdbeere. Dazu müssen wir jetzt das Ganze hier einmal ein bisschen anfeuchten. Also ein bisschen ist gut. Das ist Torf, den ich immer noch übrig habe. Und ich denke, das könnte ich doch für das gerade brauchen. Ich habe das auch genommen, weil es transparent ist. Dann sehe ich von der Seite, wie weit das Wasser ist. Da habe ich jetzt einmal keine Drainageschicht reingemacht. Bewusst jetzt einmal nicht, um das zu schauen. Ja. Das kommt einfach so rein, nass machen. He? So. Dann tue ich jetzt hier von denen an. Mal schauen, 100 Stück, oh je, ich will ja nicht alle da drinnen. Einfach einmal ein bisschen verteilen. Ich hoffe, dass ein paar kommen, aber nicht ein Haufen. So, da hätten wir hier etwas halbe Päckchen reingeschüttet, so in etwa. Dann kommt oben drüber eine ganz feine Schicht noch einmal. Drüber zudeckt, nur ganz leicht. Ja, wenn man das auch leicht kann. He. Wie leicht man das halt auch kann. Es ist jetzt gerade der optimale Zeitpunkt, he, die mal hier zur Anzucht zu bringen. Jetzt müssen wir das Ganze noch einmal feucht machen. Die müssen jetzt immer schön feucht gehalten werden. Und die Idee ist jetzt hier eben genau, dass sie feucht bleiben. Einen Deckel wieder drauf zu machen. Der Deckel. Ja. Wo ich hier das Loch mal drin gemacht habe, also beziehungsweise den Schlitz. Dann tun wir den jetzt hier drauf. Ja, und lassen das im Moment in der Wohnung und am Tag voraus auf dem Balkon, aber nicht direkt in der Sonne, sonst wird das zu warm hier drin. Wunderbar, das wäre mal das. Und dann haben wir noch übrig und die können wir immer anders an, da probiere ich etwas anderes. Also ja, mehr oder weniger. Moment, wir sehen es gerade. Ja, wir wären hier jetzt immer noch im gleichen Moment, heute am 25. April sind wir einfach auf dem Balkon in einem Kistchen, wo noch nichts drin ist. Bis hierhin, das habe ich noch jemand anders rausgenommen. Das ist aus meinem Waldmeisterkistchen, habe es hier reingetopft. Was auch immer das ist, es wächst einmal wieder. Ein bisschen schlapp. He. Da hinten ist noch etwas anderes, he. Das gehört zu einem anderen Projekt. Jetzt tun wir hier einfach auf der ganzen anderen Hälfte hier die drei machen. He. Ja. Ja, da ist noch nicht alles draußen. He. So. Jetzt tun wir das Ganze hier auch mit einer Schicht Erde verdecken. He.
Warum habe ich das Kistchen hier gewählt? Aus einem ganz speziellen Grund. Das zeige ich euch jetzt. So, jetzt ist es verteilt. Jetzt müssen wir das Ganze dann noch feucht machen. He? Und der Grund ist, wir sehen hier, ist ein Wasserstandsanzeiger. Hier kann ich Wasser einfüllen und dann bleibt das immer schön feucht hier drin. Okay, jetzt soll ich es noch anfeuchten und dann beobachten wir das, was hier läuft bei diesen zwei Erdbeere-Projekten. Apropos, das andere habe ich hier hinten in den Schatten gestellt und lasse es dort mal stehen. Ihr könnt hier sehen, bereits schon ganz, ganz kleine erste Keimlinge, die am Kommen sind. Hier ist auch noch mal eins, das sieht man auch ganz schön hier. Sie sind wirklich ganz klein. Jetzt gehen wir mal weg, dann seht ihr. Ja. Es ist wirklich schon am Kommen, aber eben so klein, dass man ganz gut anschauen muss, dass man es sieht. Und das ist hier in der ganzen Kiste zu erkennen. Hier. Überall hat es die. Ja, prima. Haltet euch auf dem Laufenden. Schauen wir, was da mit den Kistenbären passiert. Mal schauen, wie viel das gibt. Den Erdbeere geht es langsam vorwärts da innen. Kommt schon etwas, die auf dem Balkon sind noch nicht am wachsen, da ist es kalt. Und hier sehen wir auch bereits schon erste Ansätze auf die Form von den Erdbeerblättchen. Hier in der Mitte sehen wir es. Hier geht etwas. Was auch noch geht, ist, offenbar hat es wahnsinnig viele Viecher gegeben, hier, wo der Torf ist. Aber sonst. So. Wächst das Ganze hier innen. Jetzt tue ich hier den Boden noch ein bisschen fruchtbar machen. Und wir tun hier jetzt auch mal ein bisschen Urgesteinmehl drüber und hoffentlich gleichzeitig verschwinden die kleinen, vielen Fliegen auch, die da drinnen sind. Jetzt mache ich das da noch einmal da, dass das richtig oben eine kleine Fläche zugenabelt ist. Ich habe jetzt hier mal die kurz schnell rausgestellt. Das sind die Erdbeere, die ich immer drin hatte. Mal sehen. Wie groß oder wie klein die jetzt gewachsen sind. He? Das ist nicht rissig, weil es trocken ist, sondern weil es sich bewegt, weil es Plastik ist. Und wenn wir jetzt das so neben dran tun, und darum habe ich es rausgenommen und einen Vergleich machen. He? Man sieht sofort, wo grösser ist. Bei der Erdbeere zeigt sich also, so wie ich es gemacht habe, dass sie draussen besser wachsen, schneller wachsen, weil sie grösser sind. He? So ist es. Zwar nicht so viel, das hat er vereinzelt. Aber sie wachsen zügiger. Hier auf dem Balkon, da habe ich jetzt vor, mal ein paar Einzel rauszunehmen. Mal schauen, ob das funktioniert. Oder ob da schon zu schlimm die Wurzel dann beschädigt ist. Die hier holen wir jetzt raus. Wenn wir hier ein bisschen tiefer drumherum reinstechen. Ich habe mich gerade noch entschieden, den Rest der Torf zu brauchen. Jetzt ist er endlich auch mal leer. Das Ding, das brauche ich ja keinen mehr kaufen. Das war ja nur für einen Versuch. Ich mache hier auch noch zwei, drei. Ja, muss man zuerst richtig anfiechten, dann machen wir es vorher, ist besser. Und weil ich bei dem keine Löcher reinmache unten,
habe ich gedacht, hier machen wir noch Ceramis drunter. Tun wir Ceramis drunter mischen, damit es genug feucht bleibt. He? Suchen wir das auch mal aus. So, das Ganze noch schön miteinander vermischen. He? Sieht man schon, das braucht ziemlich Wasser. Auch im unteren Teil hat es noch trockenes Zeugs. Das saugt ziemlich gut auf. He? Hier haben wir immer noch trockene Stückchen. He? Ja, ja, das Ball dreht sich wieder an. Wir sehen, das war etwa halb-halb. Halb voll mit Torf und halb gefüllt mit Ceramis. Gut, he? Und jetzt machen wir hier zwei, drei. He? Zwei rausgesucht, ein bisschen grösser und ein bisschen kleiner. Ja, das ist schon ziemlich verwurzelt hier. Ich weiß natürlich nicht, was da wo dazugehört, aber das ist jetzt egal. So. Setzen und noch schauen, auch wegen der Tiefe, da ist auch die Überlegung. Es ist ja nicht wirklich tief. Mal schauen, ob es trotzdem funktioniert, wenn die Wurzeln nicht so tief gehen können. Ja, und dann bei dem hier, da habe ich leider Gottes, weil wir die Läden da mit dem Dumm auf der Seite, wo es gestanden ist, vergessen Wasser zu geben, weil ich es nicht mehr gesehen habe. Aus den Augen, aus dem Sinn so quasi. Jetzt ist hier innen alles eingegangen. Das heisst, ich tue hier drin jetzt ein paar Nähe vom anderen oben, weil die dort recht gut gewachsen sind und es auch viel zu viel da drin hat. Machen wir hier genau das Gleiche. Hier tue ich auch noch Ceramis drunter mischen. Damit das hier nicht so schnell die Feuchtigkeit verliert. Das Problem hier war noch, das ist natürlich auf dem Fensterbrett, also das ist auf dem Fensterbrett gestanden. Das Fensterbrett ist warm, ist Metall. Ja, und dann trocknet es natürlich schneller aus. Ist mir schon klar gewesen, aber wenn man es natürlich nicht mehr daran denkt, wenn man es nicht mehr sieht, kann auch mal passieren. Also, wie ihr wisst, jetzt stellen die Sachen nicht mehr an, die sie können beobachten können. Sonst, ja, eben, aus den Augen, aus dem Sinn. He. Das ist dann schade. Es hagelt! Jetzt müssen wir es ausnehmen, wie wir sehen, wie dicht das jetzt wächst. Da kommen tatsächlich wahnsinnig viel. Jetzt tue ich das hier etwas vereinzeln. Man sollte ja mehr Platz machen, diesen Dingen. Vermutlich ist das auch immer noch zu wenig Platz. Ich habe gar nicht so viel Platz. Jetzt habe ich hier auch schon ein paar vereinzelt. Das Blumenbeetle hier kennen wir. Da war schon mal der Bienenhelfer gesehen. Es ist ihn immer noch. Hinterdurch hat es nicht mehr so viel gehabt. Dann habe ich hier die Erde aufgelockert und habe hier noch ein paar rein gemacht. Das heisst, ich habe hier hinten auch noch Erdbeere reingesetzt. Pflänzchen, he? Und hier kommen jetzt auch noch ein paar rein. Okay, jetzt ist es vorbereitet für die Erdbeere. Jetzt nehme ich hier noch ein Ceramis. He? Ich tue hier noch ein bisschen Ceramis mit untermischen. Weil das Wasser gut speichert, he? Damit es länger feucht ist. Alles gut miteinander untereinander gerührt. He? Alles drinnen.
nicht vergessen, Wasser zu geben. Das Substrat braucht zuerst noch mächtig Wasser. Wunderbar. He? Vermutlich immer noch zu wenig Platz dazwischen. Die wachsen ja wahnsinnig. Hier habe ich es auch ein bisschen sortiert. Jetzt haben wir hier, haben wir sie schon grösser, sehen wir. He? Ja. Sind wir gespannt, wenn wir hier essen können. Erste Blüte hier aussen. He? Jetzt können wir auch schon erkennen, dass sich das erste Erdbeeren hier verbilden. Auch an anderen Stellen. He? Hier ist es interessant zu beobachten, dass auf dieser Seite alles klein ist und auf der anderen Seite alles grösser gewachsen ist. He? Ja, die sind überall zu Besuch, die Viecher. He? Also hier ist es jetzt sehr rot geworden, aber unter einem tollen Erdbeeren verstand ich was anderes. He? Das ist seit ein paar Tagen so. Und es wächst nicht weiter. He? Ja, hört man die Sirene. Sirenenorchester ist draußen, irgendetwas los. He? Hier ist nicht mehr gewachsen. He? Hier auch nicht wirklich. Hier gibt es auch schon langsam Beere. Ja, da ist auch noch mal eins. Hoffen wir, die werden etwas grösser. He? Vielleicht ist es hier besser, wenn sie mehr Abstand haben. Das werden wir herausfinden. He? Weil sie hier nicht doch so hoch aufeinander sind. He? Die sind auch gut am Wachsen. He? Hier hat es aber erst ein paar grüne Erdbeeren. Die stehen mehr im Schatten. Die habe ich immer hinten gehabt. Hier hinten. He? Wir sehen also, wenn es wenig Sonne dran kommt, geht das länger. Weil am anderen Ort habe ich schon deutlich mehr Erdbeere immer wieder mal wegnehmen können. Aber auch das, egal, wenn es nicht hoch ist, das ist völlig ausreichend, um die Pflänzchen da drinnen wachsen zu lassen. Und man braucht gar nicht ein grosses, tiefes Beetle. Die Pflanzen sind nicht viel anders gewachsen in der Höhe. He? Die sind auch hochgewachsen, also das ist ausreichend und das auch. Dann schauen wir jetzt hier noch im Beetle oben an. Blumenkiste. Ja. Das war mal eins. Hier noch mal eins. Hier ist noch nichts gegangen. Hier hat es einmal Blüten gegeben. Wenn eben seltsamerweise diese Seite, dann ist wieder alles, immer noch alles grösser. Dann hat man hier noch eins. Hier noch eins. Ja. Hier noch, hä? Hier. Hier. Auf der anderen Seite bildet sich auch langsam etwas, aber grösser als das werden sie nicht. He. Das sind halt einfach kleine Erdbeeren, so wie es aussieht. He. Habe ich gedacht, werden grösser. Das hätte ich nicht so viel ausgesagt. Das ist ein bisschen schade. He. Die Ameisen gehen auch an mein Draht hier drin.
Ja, nu. Wenn Sie interessant gefunden haben, he. Vielen Dank, he. Und bleiben dran, bis zum nächsten Pflanzenfilm. He.